Das Bayreuth der Beine, nennen sie den Weißen Tempel. Hellerau ist die Kultstätte des modernen Tanzes. 1911 wird hier eine Utopie geboren, ein Kunstlabor. Man experimentiert mit den Stoffen Licht, Theater und Bewegung. Versuch einer neuen Verbindung von Kunst und Leben. Die Idee des Laboratoriums einer neuen Menschlichkeit zerstört der Krieg. Der Kunstort wird Kaserne. 60 Jahre ist Militär im Festspielhaus stationiert. Erst die SS, dann die Sowjetarmee. Vom einst lichtdurchfluteten Utopia ist heute nur noch eine Ruine übrig geblieben. Aber eine lebendige. Amerikanische Tänzer proben für ihren Auftritt in Hellerau. Wiedergeburt einer totgeglaubten Ikone der Kulturgeschichte. Rückkehr zum Gesamtkunstwerk. Eine volle Spielzeit unter dem provisorisch gedeckten Dach des Schauspielhauses. Hier spürt man irgendwas. Ja, ich weiß nicht was, aber es treibt mich hier irgendwas. Für mich ist Hellerau eine Zeitreise. Und dass es jetzt wieder zum Leben erweckt als Kulturhaus, finde ich ganz toll. Was mir hier gefällt, ist sowas wie ein Gesamtkunstwerk, also im Wenigen steht, weil ja auch die Architektur eine enorme ist. Es gibt ja da Wandmalereien von Rotarmisten. Also verstehen Sie, es ist geschichtsträchtig, es ist auch ein beschädigtes, ein verletztes Gebäude. Ne? Das Wundmal, ein steinernes Zelt. Peter Brook spricht ehrfurchtsvoll vom Empty Space. Ein helles und einfaches Gefäß für Ausdruck und Kreation, nennt es der Maler Johannes Heisig. Ruinen beflügeln die Fantasie. Die Russen hinterließen Zeichen. Sie nutzten den großen Saal jahrelang als Sporthalle. Inspirationsbilder für die Künstler. Fingerabdrücke einer 60-jährigen militärischen Überformung. Das Festspielhaus als Spurenraum. Die Geschichte liegt wie ein Mehltau über dem Ort. Sie begann vor 85 Jahren als Experiment. Utopie unter dem fernöstlichen Yin-Yang-Zeichen. Es überlebte die wechselnden Schatten der Vergangenheit, beschädigt. Thank you.
aus der Herkunft eine Zukunft machen. Darum bemüht man sich seit dem Abzug der letzten russischen Soldaten im Sommer 92. Der Förderverein für die Europäische Werkstatt für Kunst und Kultur Hellerau e.V. versucht die kulturelle Wiederbelebung. Detlef Schneider kommt aus Berlin. Der Theaterwissenschaftler ist Vorsitzender des Vereins, der Mitglieder aus 5 europäischen Ländern und den USA hat. Kunstübergreifend, mit einem offenen Konzept, wagt man eine neue Utopie für das Modell Hellerau. Der Experimentierort ist wieder lebendig. Das Festivaltheater der Welt gastiert in Dresden. Wichtige Aufführungen finden in Hellerau statt. Publicity für die Kunstruine. Der Mythos im Mythos, Babylon im Festspielhaus. Ein Stück des Regie-Shooting-Stars Tomasz Pandur aus Slowenien. Ein bisschen Hollywood und Höllenfeuer in Hellerau. Ich bin der Gott, der stirbt, wenn man ihn nicht liebt. Ich bin der Tod. Wortkaskaden am Rande des Wahnsinns. Seelenqualen eines Mannes, der an seinem frühen Ruhm zerbrach. Die Texte des genialen Tänzers Václav Nijinsky. Mit dem Ballet Rüss war er auch 1913 in Hellerau. Der Schauspieler Herbert Fritsch hat Nijinskys Tagebücher bearbeitet. Sie entstanden in der Psychiatrie, wo der Tänzer bis zu seinem Tod blieb. Probe für eine szenische Lesung im Seitenstudio des Festspielhauses. Er hat gesagt, ich sei verrückt. Bin ich verrückt? Ja? Ich hab gesagt, ich wäre verrückt. Ich hab gedacht, ich bin lebendig. Die Leute haben mich nicht in Ruhe gelassen, die haben mich überhaupt nicht in Ruhe gelassen. Oh, ich schreibe mir einen Tod. Es ist langweilig, ich hänge hier rum, ich langweile mich. Luise, Luise, oh, das Dienstmädchen, wenn die mich hier hängen sieht, die wird weinen. Ich bin der Gott, der stirbt, wenn man ihn nicht liebt. Ich bin der Tod. Die haben mich ins Krankenhaus gebracht. Ich habe die Medikamente genommen. Ich habe Medikamente genommen. Und wenn man Medikamente nimmt, dann kommt man in die andere Welt. Und in der anderen Welt gibt's kein Licht. Ich brauch Licht. Ich brauch Licht. Der Lichtdesigner Jean Kalmann schuf zusammen mit Christian Boltanski die Installation Alltage. Der international bekannte Konzeptkünstler wurde durch Peter Brook auf die Ruine aufmerksam gemacht. Gedächtnistheater für Hellerau. Das Boltanski einen Ort der Erinnerung nennt. Bettlaken als Leichentücher, die Inszenierung eines Totenmahls. Boltanskis Requiem auf den Genius Loki. Der einstige Geist des Ortes wandelte sich zum Spuk des Militärs. Verfremdung. Die Blütezeit Hellerau endete mit dem Krieg. Soldatenstiefel statt Tanzschuhe. 1945 marschierten die Russen ein. Sie kamen als Sieger. Im Festspielhaus blieben sie 47 Jahre lang stationiert. Thank you.
Das Militärlager Hellerau durfte nur einmal ein Deutscher betreten. Michael Fasshauer sollte den Russen erklären, warum ständig Kulturtouristen ihre Kaserne fotografieren wollten. Die sowjetischen Soldaten, die hier waren, meinten, dass das also eine normale Kaserne ist, von den Nazis gebaut, dass Eva Braun hier gewesen sei und dass unterirdische Gänge gewesen wären. Ihnen war ganz unbekannt, dass das mal eine Kulturstätte war. Für sie war das eigentlich immer eine Kaserne. Und die Russen wussten von all dem gar nichts. Und deshalb wandten sie sich an mich, der ich Ortschronist in Hellerau bin. Und so wurde ich denn eingeladen zu einem Lichtbildervortrag in ihr Leninzimmer, ganz hoch in ihr Heiligtum. Und dort haben wir also dann über 2 Stunden lang simultan übersetzt vor den Soldaten und den Offizieren und deren Angehörigen über dieses Festspielhaus gesprochen. Für die Russen war das also phänomenal. Sie haben von all dem überhaupt nie etwas vorher erfahren gehabt. Das Phänomen Hellerau beginnt mit Émile Jacques Dalcroz. Der berühmte Schweizer Tanzpädagoge kommt 1910 als Pionier einer neuen Bewegung. Über rhythmische Gymnastik will er Körper und Geist zusammenführen. Die Gartenstadt Hellerau ist fruchtbarer Boden für seine neuen Ideen. Rhythmik und Tanz als Teil der Menschenbildung. Der Architekt Heinrich Tessenow plant für Dalcroz ein Schul- und Festspielhaus. 1910 darf der jüngste Hellerauer den Grundstein legen. Theo Zollmann war damals 5 Jahre alt. Theo Zollmann ist heute 91. Damals, 1910, schickten ihn seine reformbewegten Eltern zum Gymnastikkurs bei Dalcroz. Der war gerade von Genf nach Hellerau übergesiedelt. Wie Dalcroz nach Hellerau kam, gründete er für uns Kinder eine Kindergruppe. Und da war ich nun zufällig der Jüngste. Wir hatten Unterricht im Freien und wenn schlechtes Wetter war, auch in einem Saal und mussten nun nach verschiedenen Melodien uns bewegen. Dann ließ er uns auch Taktierübungen machen, wenn sie mal einen Moment den Stock nehmen, mit einer Hand einen Dreiertakt und mit der anderen Hand einen Vierertakt und das dann gleichzeitig. Und bei 12 mussten die Arme wieder oben sein, nicht wahr? Der Dia-Abend bei den Russen wird lang. Chronist Fasshauer erzählt Geschichten über ihre Kaserne, das Festspielhaus. 1911 wird der Tempel für die Kunst eingeweiht. Von Tessenow klar und einfach gestaltet, ebnet diese Architektur den Weg zur Moderne. Unter dem Yin-Yang-Symbol entsteht die Bildungsanstalt für Musik und Rhythmus. 300 Schüler aus ganz Europa pilgern zu Émile Jacques Dalcroz, um sich in seiner neuen Methode der rhythmischen Gymnastik unterrichten zu lassen. Unter ihnen die junge Mary Wigman. Später erlangt sie weltweite Berühmtheit mit ihrem emotionsgeladenen Ausdruckstanz. Herkunft aus der Wigman-Tradition. Schüler der großen Tänzerin gründeten 1963 in Berlin die Gruppe Motion. Doch moderner Ausdruckstanz interessierte damals in Deutschland kaum. Die Tänzer gingen zusammen mit dem künstlerischen Leiter Manfred Fischbeck nach Amerika. Als Group Motion Company sind sie nun zurückgekommen, von Philadelphia nach Hellerau, der Wiege des modernen Tanzes. Für mich war das eine aufregende Idee, dass hier an der Stelle, wo rhythmische Bewegung als Vision auftrat durch Dalcroz, als auch als eine Vereinigung von Körper und Geist. Und auch dadurch, dass Mary Wigman, eine Schülerin von Dalcroz, oder die hat ihre ersten Tanzerfahrungen hier gehabt. Und wir sind ja irgendwie aus der Wigman-Tradition hergekommen.
Das waren also zwei Aspekte, die wirklich wichtig waren und aufregend. Und besonders die Idee, dass Bewegung als eine neue Sprache in diesem Raum sozusagen kreiert worden ist. Ein Raum, der nicht beleuchtet wird, sondern selbst leuchtet, schreibt George Bernard Shaw 1913 über den großen Saal. 3000 Glühlampen sind hinter Gaze versteckt. Theater in ganz neuem Licht. Der Bühnenbildner Adolf Appia hat diese Synthese von Raum, Licht und Rhythmus entwickelt. Zu den Schulfesten 1912 und 13 kommen Gäste aus ganz Europa, darunter Kafka, Stanislavski, Le Corbusier, Paul Claudel und Max Reinhardt. Die Großmeister der europäischen Moderne sind fasziniert vom neuen Geist in Hellerau. Erstmals wird die starre Trennung von Zuschauer und Bühnenraum aufgehoben. Zu den Festspielen inszenieren Appia und Dalcroze die Oper Orpheus und Eurydike. Stehen wieder Tänzer auf der Bühne des Festspielhauses. Mit seinem Ernst-Jünger-Stück ist Johann Kresnik, der Star des deutschen Tanztheaters, zu Gast. Bühnenbildner Hans Hake hat die riesige Nazimütze unters Dach gehängt. Kresnik inszeniert in Hellerau kaum anders als sonst. Dabei hätte man hier auf das Requisit verzichten können. Der Raum atme selbst schon genug deutsche Geschichte, meint Detlef Schneider. Streitgespräch über die SS-Mütze. Doch der Choreograf will auf das starke Symbol bei seiner Abrechnung mit dem Stahlgewitterphilosophen Jünger nicht verzichten. Jünger ist ein Zeitzeuge dieses Jahrhunderts, wie dieses Gebäude. Er ist ein Verherrlicher des Krieges. Er ist jemand, der den Faschismus noch immer reinwaschen will, nicht den Nationalsozialismus. Alle haben ihn gelobt und alle haben ihn gehuldigt, von Herrn Kohl bis Mitterrand, bis zu Herrn Füllwinger und bis zu Herrn Hochhuth. Leider war ich einer der wenigen, der ihn kritisiert hat, weil ich glaube, in diesem Jahrhundert Faschismus noch reinzuwaschen, ist verkehrt, weil es ist nicht das Jahrhundert der Deutschen. Choreografisches Theater als Politperformance. Der Stoff passt hierher, denn 1943 geht der Vorhang runter. Eine Kampftruppe der Waffen-SS wird in Hellerau kaserniert. Das Festspielhaus als Bühne narzisstischen Blut- und Bodenkultes. Buntes Leben als Heilungsprozess für den geschundenen Ort. Für heute haben die jungen Tänzer von Group Motion Probenschluss. 4 Tage Arbeit in einem kleineren Raum liegen hinter ihnen. Jetzt können sie das erste Mal in die Kaaba des einstigen Tanzmeckers Hellerau, in den großen Saal. Für Amerikaner ist diese Arche der frühen europäischen Moderne besonders anziehend. The ledge is not supporting that. That's a great ceiling. Oh my goodness. Others. Erste Ideen für den eigenen Umgang mit dem Raum werden entwickelt. 6 Wochen wird die Group Motion Company hier arbeiten und leben. Hellerau als Experiment in einem Raum, der die Fußabdrücke der Geschichte trägt. That's what's interesting, I think, is that it's so old. And that's part of it when you come in and you feel. There's definitely a history and a whole other. Besonders aufregend ist, dass es so alt ist. Wenn man reinkommt, spürt man die Geschichte. Das ist der Unterschied zu den großen Theatern in Amerika. Hier spürst du die Geschichte. America is that you don't feel a history like this. Ich habe eine gewisse Ehrfurcht vor dieser Örtlichkeit hier und
Ich bin sehr neugierig, was es mit mir anstellt im Moment. Und ich weiß jetzt im Moment noch nicht, wie ich hier tanzen soll. Also es ist wirklich ein großes Experiment. I like it. Ich mag es. Die abgebröckelten Wände mit diesen Zeichen drauf. Das hat einen ganz eigenen Charakter. Für mich ist das eine gute Inspiration zum Tanzen. Wir fangen hier in diesem leeren Raum an und es wird eine spannende Entwicklung bis zu unserer Performance sein. Im gewissen Sinne ist das das Gleiche wie bei diesem Gebäude. Das Haus hat auch viele Entwicklungen durchgemacht. Wahrscheinlich geht das weiter und immer weiter. Ich meine, wenn die russischen Militärs zurückkommen wollen, um unsere Show zu sehen, wäre das fantastisch. If the Russian military would like to come and watch the show, that's great. Die jungen Amerikaner sind in den ehemaligen Schlafräumen der russischen Soldaten untergebracht. Die sind längst zurück in Gorki oder Smolensk. Niki und Esther teilen sich ein Zimmer. Wie eine Kaserne sieht's nicht mehr aus, aber ein Lagerfeeling ist irgendwie noch da. Es ist wie in einem Ferienlager, wie früher als Kind. All deine Freunde rennen im Haus rum, wohnen neben dir. Ja, es ist wie in einem Camp. Im Flur gegenüber sind neue Mitbewohner in das Camp Hellerau eingezogen. Sänger, Schauspieler und Musiker. 21 Künstler und ein aufwendiges, interdisziplinäres Projekt. Regisseur Wolfgang Storch will seinen Lieblingsstoff, die Urversion der Nibelungensage, inszenieren. Die Edda als Modell. Theoretischer Versuch, den riesigen Raum in den Griff zu bekommen. In einer Woche soll Uraufführung in der Kunstruine sein. ...1992 begann es sehr langsam. Es gab nur wenige Aufführungen im Festspielhaus. Doch der Mythos Hellerau hat sich in der Kulturszene nun rumgesprochen. Auf dem Schreibtisch der Leute vom Förderverein stapeln sich die Angebote. Manda Reichert und Detlef Schneider müssen sondieren. Über 200 Projektvorschläge aus aller Welt liegen für die neue Saison vor. Die Auswahlkriterien sind, dass es um Arbeiten geht, die hier entstehen sollen vor Ort. Wo man also nicht einfach nur ein Gastspiel vorschlägt. Da gibt es auch jede Menge Angebote. Unser Anliegen ist aber nicht, aus Hellerau das Gastspieltheater Dresdens oder des Großraums Dresdens zu machen. Wir begreifen den Ort hier mehr als einen Produktionsort, in dem eben Dinge entstehen, die dann hier auch veröffentlicht werden. Im Produktionsort Hellerau schuften erst einmal die ABM-Kräfte. Für die Edda soll der Boden des Saales mit Tennissand bedeckt werden. Die einzige bühnenbildnerische Komponente der Inszenierung. Eine kleine Metamorphose des großen Raumes. Regisseur Storch arbeitet gern so minimalistisch. Also selbst in der Ruine, so wie sie da steht, erkennt man noch, und es gewinnt es wieder in der Arbeit, eine Klarheit und eine Strenge und eine Entschiedenheit, die bewundernswert ist. Das ist ein großer Klangkörper. Und eigentlich so wie ich kann es nur mit Bayreuth vergleichen. Bayreuth ist ja auch eine Scheune, so wollte das ja Wagner. Nicht, was dann daraus gemacht worden ist, aber der Gedanke ist die Scheune. Und diese Strenge und diese Klarheit ist unglaublich. Es ist so ein großer Klangkörper und so ein Geschenk, hier dran arbeiten zu können. Kulturarbeit in den Ferien. Schüler aus Dresden und Erfurt bilden den Chor der Edda. Probe mit dem sperrigen Text. Sie gaben vom Gierigen Gutturm zu essen. Gutturm zu essen. Sie schnitten den Wurm. Sie noch steckt der Wurm drin. Doch bis zur Premiere sind noch ein paar Tage Zeit. Nein, wir machen es ganz gut. Sie schnitten den Wurm. Sie schmorten den Wolf. Das Labor Hellerau arbeitet auf verschiedenen Ebenen. Oben im Studioraum probt Group Motion weiter für ihr Stück Cities. Street Dance-Elemente werden einstudiert. Choreograf Manfred Fischbeck ist skeptisch. Die Zeit läuft davon. Bisher konnte noch nicht im großen Saal geprobt werden. Die Amerikaner müssen abwarten, bis die Edda-Produktion gelaufen ist.
Für den Tempelbezirk ist schlechtes Wetter vorhergesagt. Zur Aufführung des nordischen Heldenmythos senden die Götter sintflutartigen Regen. Durch die prasselnden Tropfen auf dem Plastikfoliendach wären die Lieder der Edda nicht zu hören. Die Akteure müssen warten. Nach einer Dreiviertelstunde wird schließlich das Publikum eingelassen. Archaisch langes Schmieden soll die Regenzeit überbrücken. Die Urversion der Nibelungensage aus dem 13. Jahrhundert beginnt mit Verspätung. Heldenhaft ist die Geduld der Zuschauer. Es gibt Verständnisprobleme mit der kargen Inszenierung. Man hat auf Kostüme, Requisiten und vor allem auf Ansteckmikrofone verzichtet. Der Text verliert sich akustisch im riesigen Saal. Hellerau ist zu groß für die Edda. Der Raum kann von Regisseur Wolfgang Storch künstlerisch nicht ausgefüllt werden. Das szenische Konzert scheitert auch an den mangelhaften technischen Bedingungen des Hauses. Bei Regen ist eine Aufführung unter dem Notdach fast unmöglich. Die Edda ist ins Wasser gefallen. Für eine schnelle Restaurierung fehlen die Millionen. Der Hellerau e.V. steht vor einer gewaltigen Aufgabe. Detlef Schneider und Architekt Karl Stockmann besprechen Notstandspläne, denn zum Teil besteht Einsturzgefahr. Denkmalschützer wollen den maroden Tessenow-Bau historisch genau rekonstruieren. Die Leute vom Verein dagegen meinen, dass die Spuren der Geschichte nicht völlig wegrenoviert werden sollten. Sie sind Teil der lebendigen Kunstruine. Zwei Wochen Arbeit im Spurenraum. Die Group Motion Company hat den großen Saal mit einer Zuschauertribüne geteilt. Für die Uraufführung ihres Stückes Cities wird der letzte Probenschweiß beseitigt. Elsa, eine Kuh aus der Nachbarschaft, wird als Kontrapunkt gebraucht. Ein ländliches Requisit für die Tanzparabel über die Großstädte der Welt. Abends ist Premiere im Festspielhaus. Nachmittags haben die Tänzer frei. Relaxen vor dem Ereignis, auf das man 6 Wochen hingearbeitet hat. Paul hat seine eigene Methode, sich vom Lampenfieber abzulenken. Du bist die Lovely Rita von Group Motion? Die Lovely Rita von Group Motion, ja. Ich unterrichte die Technikklassen am Morgen. Yes, sir. Yes. Paul, wie fühlst du dich nach 6 Wochen Leben und Arbeiten in Hellerau? How do you feel? Exhausted, but ready to perform. Erschöpft, aber bereit, auf die Bühne zu gehen. Jetzt, wo wir im Saal sind, erscheint er uns nicht mehr so groß wie noch am Anfang. Wir haben ihn mit unseren Sachen gefüllt und sind dann ganz gut damit klargekommen. Ich glaube, wir haben uns in Hellerau behauptet. Here for a while, feel like we're part of it now. We feel we've stood our ground in Hellerau. Yes. Uraufführung von Cities. Im Festspielhaus der Gartenstadt Hellerau ein Stück über die großen Metropolen am Ende des 20. Jahrhunderts. Zeitlupentanzbilder einer Stadtlandschaft. Rails and pulleys.
They are cities. They are a people. Die Körpersprache von Group Motion wird vom Publikum verstanden. Nach anderthalb Monaten Arbeit ist das Experiment Hellerau für die Tänzer aus Philadelphia erfolgreich beendet. Elsa belebt die Premierenfeier in der Bar. Das Festspielhaus ist wieder zum bunten Kommunikationsort geworden. Der Status einer Kulturikone hilft auch bei der Suche nach Geldgebern. Von der amerikanischen Getty-Stiftung über die Dresdner Bank bis zu Pro Helvetica aus der Schweiz. Man schmückt sich gern mit der Unterstützung einer Legende. Ohne Sponsoren geht nichts. Das Kunstfest braucht tonnenweise Brennstoff. Dieses Jahr steht es unter dem Motto Feuer und Flamme. Exotik aus Los Angeles für die Feier in Hellerau. Weltenbummler Gordon W. verrät das Rezept seiner Kochperformance. Tonight we're making some classical North Indian dish called Chana Bhatura. Chana Bhatura is a very famous for light snack, the high tea time. Letzte Handgriffe an der Technik für die Dante-Orgel. Die künstlerische Kopfarbeit macht der Holländer Erik Hobin drin am Computer. Fast nichts, ja, die 5 kann raus. Wir schreiben so in ein Computerprogramm einen bestimmten Partitur, eine Choreografie, und die steuert dann die Flammen an, die Flammenwerfer. Da arbeiten wir ein paar Tage an und dann ist er fertig und dann drückt man auf den Knopf und dann geht die Helle los. Elf Höllenmaschinen speien 15 Meter hohe Feuerstöße. Eine Ästhetik der Gewalt. Erinnerungen blitzen auf an Albert Speers Lichterdome und an den Feuersturm von 1944, in dem das nahe Dresden unterging. Nicht jeder kann damit etwas anfangen. Die Dante-Orgel basiert auf militärischem Know-how. Erik Hobin macht Flammenwerfer zu Kunstwerkzeugen. Hellerau im Banne der Pyromanie. Stiller geht es bei Gordon W. zu, obwohl der Happening-Koch sein Arbeitsgerät Vulkanburg nennt. Der kulinarische Aspekt des Kunstfestes mit Lagerfeuerromantik. Mit ihrer Installation Herzstrahl 40 verwandelt die Schweizerin Penelope Verli das Festspielhaus in einen kultischen Raum. Ein bisschen knüpft Feuer und Flamme an die Tradition der berühmten Hellerauer Feste der 1910er Jahre an. Die drei Feuertage gehen auf kleiner Flamme zu Ende. 1996 nennt man so etwas Chill Out. Chaim Levano rezitiert. Der Schauspieler und Performer muss sich viel Text merken für den heutigen Abend. Einen Ort, den man immer wieder aufs Neue erfinden muss, sagt der Holländer über Hellerau. Mit Kunstrasen und einer vom Dach hängenden Glasplatte schafft Levano das höchst eindrucksvoll. Gemeinsam mit Regisseur Carsten Ludwig hat er eine Erzählung des Kleistpreisträgers Hans-Joachim Schädlich inszeniert. Der provozierende Monolog eines Unbenannten, der im Sterben liegt. Thema sind die Frauen, die er im Laufe seines Lebens geliebt hat. Das letzte Gespräch mit einer Fliege an der Zimmerdecke. Mal hören, was noch kommt. Ich bewundere meine Fliege. Sie ist schön und sie ist klug. Fast alle Frauen, die ich kannte, waren noch dämlich
sicherer als ich. Fast alle. Manche waren klüger. Gerade die habe ich am meisten geliebt. Meine Mutter war auch dämlicher als ich. Deshalb konnte ich sie nicht besonders lieben. Ich habe zu meiner Fliege gesagt, alles vergesse ich. Meine Fliege sagt, Hauptsache, du vergisst mich nicht. Das meiste aus meinem Leben ist weg. Aber du bist da. Mit der Aufführung von Chaim Levano geht die Saison im Festspielhaus langsam zu Ende. Jetzt fangen die Bauarbeiten an. Das Dach des Seitenflügels wird gedeckt. Eine dringende Aufgabe, denn die UNESCO führt Hellerau in ihrer Liste der 100 gefährdetsten Baudenkmäler der Welt. Von sächsischen Ministerien und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz sind nun erste Gelder gekommen. Die Restaurierung des Tessenow-Baus ist ein Prestigeobjekt. Auch Vereinsarchitekt Karl Stockmann freut sich über die neue Aktivität im Haus. Es herrscht hier Aufbruchstimmung, verstehen Sie? Also hier wird etwas, so wie man doch hat, die Trümmerfrauen glorifiziert. Also. Aber es ist irgendetwas, es werden, aus Trümmern soll hier was gemacht werden. Und zwar systematisch, aber trotzdem nicht, dass es plötzlich zurestauriert wird völlig, sondern man sieht eben die Spuren und es wird ein Stück nach dem anderen. Und die Menschen sind also, die das hier machen, haben für mich etwas von diesen 1945, wo man wieder anfangen muss mit etwas. Proben anfangen mit Pauken und Trompeten. Das letzte und prominenteste Projekt der Spielzeit. Die bolschewistische Kurkapelle hat diesmal einen Star-Dirigenten. Alfred Rdlečka will in Hellerau eine 7x10 Meter große Leinwand ausfüllen. Hoch oben hat sich der Wiener auf ein Experiment eingelassen. Er bearbeitet Oskar Kokoschkas Einakter von 1917 noch einmal. Probezeichnen unter Zeitdruck. Kunst und Theater wechseln nach exaktem Timing. 13 Schauspielerinnen skandieren Kokoschkas Textfragmente. Die Schattenspielfiguren von Rdlečkas Meisterschülern sind ebenso Teil des Stückes. Eine Wiener Melange mit dem Hang zum Gesamtkunstwerk. Das Laboratorium Hellerau wird wenige Stunden vor der Aufführung von Mörder, Hoffnung der Frauen seinem Ruf gerecht. Warum ich gern fürs Theater arbeite, ist, nirgends können Sie so monumentale Zeichnungen machen wie fürs Theater. Das ist das Lustige. Ne? Also die Zeiten, wo die Kirchen, die Barockkirchen, riesige Dinge sich hingehängt haben oder der liebe Michelangelo das jüngste Gericht malen konnte, so weit, die Zeiten sind vorüber. Verstehen Sie? Das ist ein Dom hier. Und hier kann ich ein schönes, großes Wandbild zeichnen. Sagen wir, das ist so. Das ist der große Anreiz für mich. Domherr Alfred Rdlečka wird auf die Zeremonie vorbereitet. Mit seiner Muse Angelina verbindet ihn ein herzliches Verhältnis. Oskar Kokoschka sah die Mann-Frau-Beziehung drastischer als Geschlechterkampf. Die Neuaufführung des Einakters stößt auf großes Medien- und Zuschauerinteresse. Denn live vor Publikum hat Rdlečka vorher noch nie gearbeitet. Ein Wagnis, denn das Zeichnen von der Hebebühne aus ist kompliziert. Immer wieder muss umgesetzt werden. Wertvolle Zeit geht verloren, auch weil der Malprozess unterbrochen werden muss, wenn die 13 Bräute mit ihren Texten dran sind. Kokoschkas fast dadaistischer Einakter machte schon 1917 Publikum und Kritiker ratlos. Rdlečkas Version 80 Jahre später tut es ebenso. Die Zeit läuft davon. Anders als geplant kann der Meister sein großes Wandbild in Hellerau nicht vollenden.
Wissen Sie, ich hätte mehr näher ran können. Sein. Mit den langen Pinsel zeichnen ist halt ein großes Problem, wenn man keine Schärfe kriegt. Mit der Kohle, wenn ich rangehen kann, ich scharf zeichnen. Das ist halt schon ein Problem, das muss man sich zugeben und so ist es. Ich glaube, der Alfred Hirschke hat mal gesagt, man muss hier in Hellerau an diesem sehr kargen Ort selbst barock sein, um hier bestehen zu können. Ja. Also, war das heute barock? Ich glaube schon. Ja, schon, aber es ist... Ja, vielleicht sehe ich es auch, wenn es angetrocknet ist, anders. Diese Sachen immer gleich nach der Arbeit. Sie finde ich sie eigentlich immer fast alle dilettantisch. Aber so ist die Welt halt. Ne? Dieses Mal ist der große Wiener Künstler grandios gescheitert. Aber der Experimentierort muss auch Unfertiges verkraften können. Der Laborversuch Hellerau hat allein in dieser Saison viel Aufregendes im steinernen Zelt hervorgebracht. Er wird in der neuen Spielzeit fortgesetzt. Die Wiedergeburt scheint gelungen.